Vorweg würde ich sagen, auf den guten ägyptischen Tabak. Cheers. Yo Leute und damit hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video von uns vom Shisha-Team. Ja, heute mal wieder ein Video ohne Max, aber Hauptsache ein Video. Wir haben ja in den letzten Tagen ein bisschen schleifen lassen. Tut uns ein wenig leid, aber die Zeit spielt ein bisschen gegen uns. Wir haben privat noch relativ viel zu tun. Why are you crying? Trotzdem konnten wir es uns nicht nehmen lassen, da ein Kumpel von mir, Dennis, den kennt er ja noch, in Ägypten war und da natürlich Tabak mitgebracht hat. Und welchen hat er uns mitgebracht? Natürlich original ägyptischen. Yeah! Al-Fakha! Ja, Mann, mit der schönen ägyptischen Steuerbandrolle. Also alles wirklich original aus Ägypten. Die Dosen und die Verpackung erinnern komplett an das, was wir hier in Deutschland zu kaufen bekommen. Aber ich sage euch trotzdem, das, was ihr in Ägypten kauft, ist nicht das gleiche, was ihr hier in Deutschland bekommt. Könnt ihr nicht vergleichen. Kann man nicht vergleichen. Warum auch immer. Vielleicht haben die eine andere Produktionsart für den deutschen Konsumenten oder so. Ich weiß es nicht genau. Aber es schmeckt nicht gleich. Was haben wir uns geholt? Ich habe mir Traube gewünscht. Traube habe ich bekommen. Also kein Traube-Minze, wirklich pure Traube. Und ihr kriegt auch die 250 Gramm Dose. Für um die 10 Euro, würde ich sagen. Ach, das ist schon mal ein deutlicher Unterschied zu den Al-Fakha-Dosen, die ihr hier bei uns kaufen könnt. Ja. Da sind wir auch 17,90 € für 200 Gramm. Also ist hier schon etwas gehoben, die Preisklasse. Schauen wir mal. So, schnitttechnisch, ich mal kurz zeigen. Sieht halt wirklich einwandfrei aus. Ja? Wundervoll geschnitten, sieht man das hier. Sehr fein. Die Molasse ist gut eingezogen. Also ihr habt hier wirklich überall gut feuchten Tabak. Der ist jetzt nicht bis ganz zum Boden nur runtergelaufen. Er sieht auf jeden Fall super gut aus. Und es fällt auf, es ist roter Tabak. Rot eingefärbt. Stimmt. Die dürfen es noch. Genau, die dürfen es noch. Kommen wir gleich mal zum Geruch. Wundervoller Traubentabak. Kann man nicht anders sagen. Also Al-Fakha ist mir bei Traube eigentlich auch der liebste Hersteller. Mhm. Also die geilste Marke, die irgendwie einen Traubentabak hinbekommt. Der riecht einfach super aromatisch, mega fruchtig, lecker nach Traube. Und ja, mit Al-Fakha Traube kannst du halt auch wirklich, wenn du ein bisschen mehr auf Minze stehst, packst du da einfach noch ein bisschen Minztabak mit rein. Läuft auch super. Traube Minze kennt man ja auch. Ja, das wollte ich aber extra. Ich wollte, dass Dennis Traube mitbringt, weil ich mir ja dachte, wenn ich jetzt Traube Minze hole, dann schmeckt der geil nach Traube Minze, aber ich habe ja nur 250 Gramm Traube Minze. Und so habe ich theoretisch 500 Gramm Traube Minze, wenn ich den mit einer deutschen Produktion irgendwie mische. So war mein Plan. Auch wenn man den nur pur raucht, werden wir gleich im Geschmack erfahren. Ist der echt ein Brett? Schon mal so vorweg. Ja, kommen wir dann auch gleich mal zum Geschmack. Es ist, man kann gar nicht mehr hinzufügen. Ich war selten mehr so zufrieden von dem Tabak. Ja, das stimmt. Also wirklich, ich erwarte Traube und habe eins zu eins das, was ich im Geruch gerochen habe, im Geschmack. Also er schmeckt wirklich sehr, sehr süß, sehr weich aber auch. Und wirklich lecker nach Traube. Also nichts anderes, nicht mehr, nicht weniger, einfach Traube. Geil. Einfach geil. Also, wir haben ja damals aus Ägypten auch Guaventabak mitgenommen und den konnte man einfach auch nicht toppen. Also, wenn ihr in Ägypten seid, holt euch einfach so viel Tabak, wie ihr mitnehmen könnt. Glaub, wenn ihr irgendwie ran. Ist ein Grund pro Kopf. Oder? Was? Ich glaube nur eine. Eine sogar nur? Ich glaube, traurigerweise dürft ihr nur eine Dose pro Kopf mitnehmen. Man könnte natürlich den Zoll anmelden. Ich weiß persönlich nicht, wie viel ihr danach zahlen müsst. Wird sicherlich auch etwa dann dahin kommen, bei dem Preis, bei dem wir hier in Deutschland sind. Aber ihr habt wirklich einen Top-Tabak. Eben. Also, geht hin, holt euch so viel, wie ihr tragen könnt. Und ja, dann seid ihr einfach zufrieden. Wirklich, dann habt ihr ausgedient. Super geiler Tabak. Bei dem hier muss man leider ein bisschen mit der Hitze aufpassen. Also, wenn ihr da zu viel Hitze gebt, dann fängt an, so ein bisschen zu kratzen. Also, dann ja, das ist nicht sehr pflegeleicht.
Aber wenn ihr das hinbekommt, das hin und her schiebt, dann ist es auch kein Problem, den einfach locker flockig wegzurauchen. Ich würde sagen, kommen wir gleich zum Rauch. Ja, ihr seht's. Keine Probleme. Keine Probleme. Läuft. Auch wirklich sanfter Rauch. Wenn ihr da nicht zu viel Hitze gegeben habt, dann kratzt da auch gar nichts mehr. Und schmeckt einfach nur hammermäßig geil nach Traube. Lässt sich super rauchen. Man muss auch dazu sagen, wenn ihr jetzt, natürlich seid ihr nicht jede Woche in Ägypten oder habt ihr irgendwie einen Buddy, der euch was zuschickt. Man kann auch die deutschen Produktionen kaufen. Das geht auch, im Moment sind die auch gut. Mhm. Aber da hat man immer das Problem, erstens schmecken die nicht eins zu eins nach dem, was ihr in Ägypten bekommt. Meistens schmecken sie etwas, also in der Intensität sind sie ein bisschen lascher. Aber es kann halt auch passieren, gerade bei großen YouTubern schon oft gesehen, bei Shisha Schmitty zum Beispiel, der sich da einfach mal kiloweise Tabak geholt hat und dann echt schlechte Produktion hatte. Also seid vorsichtig damit. Wenn ihr mal was probieren wollt, holt euch eine Dose, probiert die erstmal. Und wenn ihr dann vielleicht Geschmack daran gefunden habt, kauft euch am besten im gleichen Shop die ähnlichen oder gleichen Produktionen. Fragt danach, sind die alle aus einer Charge? Und da könnt ihr aber auch nicht viel falsch machen dann. Das stimmt. Verlasst euch auf jeden Fall auf die Dosen. Also wenn ihr irgendwie so den Tabak irgendwie nur in der Tüte irgendwo abgewogen mitbekommt, müsst ihr halt mal schauen, ob das wirklich aus einer großen Dose kommt, aus einer Originalfacherdose. Genau, die gibt es auch im Kilopaket. Genau. Dass er da wirklich das Richtige mitbekommt. Sonst bleibt eigentlich nichts weiter zu sagen, oder? Der kriegt auf jeden Fall für uns eine Probier- und Kaufempfehlung. Gönnt euch den auf jeden Fall mal, wenn ihr ihn natürlich noch nicht gegönnt habt. Habt hättet. Dann holt euch den und was bleibt uns noch zu sagen? Es bleibt gar nicht mehr zu sagen, als wenn euch dieses Video wieder gefallen hat, dann lasst uns doch gerne ein Like da, das freut uns. Wenn ihr mehr von uns sehen wollt, wir haben auch noch andere Alfahrer-Sorten aus Ägypten natürlich, die wir demnächst mal vorstellen sollten, dann abonniert uns doch auch gerne, wenn ihr nichts verpassen wollt. Schaut auf Instagram vorbei, da habe ich zum Beispiel auch gepostet, was für andere Sorten wir da noch dabei haben. Und ja, vergesst auch nicht unsere Facebook-Seite. Facebook, gleich eingeblendet hier so. Oder hier. Da ist er. Perfekt. Ja, und dann würde ich mal sagen, bis zum nächsten Mal. Ich denke mal, jetzt wieder wöchentliche Updates von uns. Zumindest geplant. Genau, geplant ist es. Und bis dahin, macht euch eine fette Shisha an. Gönnt euch guten Rauch, guten Geschmack. Und wir sehen uns. Bis dahin. Ciao, ciao. Haut rein. Vergesst nicht zu abonnieren. Was? Hab ich gesagt? Ja. Eieiei, darauf. Ich hab den ersten Schluck großzügig genommen, okay? Den zweiten auch? Nein.